Verkehr, Keller. Oh, Peter. Schön, dich wieder bei uns zu haben. Falls du Arbeit suchst, stelle ich dich mit Vergnügen wieder ein. Oh, das ist nett, Herr Keller. Aber ich habe beschlossen, Käse zu verkaufen. Ein vernünftiges Vorhaben. Und Honig will ich auch noch machen. Tatsächlich? Du willst ein richtiger Imker werden? Genau. Wissen Sie vielleicht, was ein Bienenstock kosten würde? Eine Bienenbeute, schon bestückt, aus Kiefer oder Eiche. Drei- oder vierzarrigen? Also nur ein ganz normaler Bienenstock. Wenn sich dein Honig bezahlt machen soll, brauchst du mindestens drei davon. Ein Bienenvolk habe ich sogar schon. Wenn du willst, frage ich meinen Imker. Er fertigt auch Beuten an zum Freundschaftspreis, versteht sich. 100 Franken für drei Stück. 100 Franken? Ich habe zwar ein bisschen gespart, aber nicht so viel. Ich könnte sie dir... Peter, du bist es. Guten Tag, Frau Keller. Gleichfalls. Also, ich glaube, du wirfst besser selbst einen Blick auf Schneeauge. Ich soll was? Ach so, Sie haben recht, Herr Keller. Gut, dann sehe ich sie mir mal an. Für die Bienenstöcke gewähre ich dir ausnahmsweise Kredit. Wirklich? Ich glaube, mit deinem Käse- und Honigverkauf wird die Rückzahlung kein Problem sein. Es gibt dann nur eine kleine, aber entscheidende Bedingung. Was denn für eine, Herr Keller? Du musst mir hoch und heilig versprechen, dass meine Frau niemals etwas von unserer Abmachung erfährt. Also, sind wir im Geschäft? Ja, sind wir. So, das war's. Danke, ihr zwei. Ich hätte es bestimmt auch allein geschafft, aber trotzdem. Zu dritt geht alles immer viel leichter. Und mit Flavio erst recht. Nein, Berli, weg da. Das ist gefährlich. Umdrehen, sofort. Siehst du, Peter? Rico hat viel über das Ziegenhüten gelernt, als du in Frankfurt gewesen bist. Ich wollte dich etwas fragen, Peter. Kannst du vielleicht die Prüfung zum Geisengeneral mit mir machen? Ich glaube, ich bin soweit. Naja, dafür habe ich gar keine Zeit. Aber ich denke drüber nach. Na schön, dann kommen wir eben morgen wieder. Gehen wir, Rico.